Hallo und willkommen zum nächsten Part der Diamanten-Nuzlocke und ich zeige euch kurz mein Team, denn es hat sich wieder was getan, weil ich habe ja gesagt im letzten Part, ich muss trainieren und so sieht es aktuell aus. Meditalis ist auf Level 43, Golbat auf Level 45, hat sich leider nicht entwickelt, habe ich auch nicht abbrechen müssen und Garados ist auf Level 37 und das hat glaube ich ein paar krasse Attacken bekommen. Eiszahn, Nassschweif, Biss und Drachenwut. Sehr gutes Pokémon aktuell. Und jetzt geht's hier weiter im Hauptquartier von Team Galactic. Und natürlich auch heute wieder, um mich zu unterstützen, ein Like da lassen, wenn es euch gefällt, kommentieren. Und wenn ihr neu dabei seid, auch gerne mal ein Abo da lassen. Und wir schauen mal, wo es weitergeht. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir aufgehört haben. Ah ja, stimmt, wir haben hier aufgehört. Genau. Da habe ich festgestellt, ich muss trainieren. Ich weiß gerade nicht, warum Metallis vorne ist. Aber okay, schauen wir mal, was du zu bieten hast. Ich guck mal, wie weit ich jetzt komme. Und zwei Pokémon. Golbat. Okay, das ist natürlich sehr schlau. Wir sollten auf Garados wechseln, weil der sehr viel tiefer attacken kann. Weil du kannst ja nichts. Glaube ich zumindest. Vorsichtig. Okay. Nichts Falsches machen. Und ja. Ich probiere jetzt mal die nächsten Tage verschiedene Upload-Termine aus, um den richtigen Tag zu finden, wann ich dieses Projekt uploaden soll, weil im Moment ist der Sonntag, wo die Videos normalerweise kommen, belegt, deswegen probiere ich mal aus, wann ihr am meisten das sehen wollt oder schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr einen speziellen Tag habt, wo ihr am meisten Zeit hättet, um das zu sehen. Wenn wieder ein bisschen ruhiger ist, was aber erstmal nicht der Fall sein wird bei TCG Openings, weil so viele krasse Produkte in nächster Zeit rauskommen, ja, dann wird es wieder sonntags sein. Ich habe auch noch andere coole Pläne für die Zukunft, was TCG angeht, was Pokémon Let's Plays angeht. Ich habe so viel vor, aber so wenig Zeit. Und nebenbei mache ich noch andere Videos, damit es nicht langweilig wird. Und ja, immer schön gucken. Natürlich hier jetzt schön, dass Golbat besiegt Metallis und Garados erhalten natürlich Erfahrungspunkte. Garados auf jeden Fall definitiv mehr. Bleiben wir mal drin. Du kannst ein bisschen Training gebrauchen. Auch wenn du den EP-Teil hast. Aber ich habe jetzt keine Lust extra zu wechseln. Und dann tausche ich natürlich jetzt wieder das Metallis gegen das gute Golbat. Das einzige, was mir Sorgen macht, was mir noch Probleme bereiten könnte, wäre sein Skunk-Tank vom Boss. Ich weiß nur gerade nicht, wie der Boss heißt. Ich weiß gerade wirklich, wie er heißt. Ich komme schon später drauf, oder? Wie heißt der nochmal? Der Boss von Team Galactic da. Toll, jetzt war voll unnötig gerade das Volltreffer. Und 522 Erfahrungspunkte. Und wie gesagt, wir tauschen jetzt. Hab gut trainiert. Und ja, aktuell muss ich auch noch in meiner Randomizer Nuzlocke von der Kristall-Edition trainieren. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Zeitlich. Also ich nehme das gerade auf und trainiere aktuell, aber es kann sein, dass ja ich dann noch weiter trainieren muss. Du wirst unsere Forschungen nicht sabotieren für das Team Galactic. Okay, der hat ein Elektro-Pokémon sehr wahrscheinlich, ne? Voltoballs, Elektroballs oder was hast du? Kadabra. Kann ich Biss? Das ist nämlich optimal, aber der kann auch sehr viele Attacken gegen mich. Kann ich Biss? Ich musste aber so hart trainieren, weil... Ja, ich versuch's mal. Weil ich weiß, dass der Boss von denen so stark ist, dann hätte ich dann ein bisschen Boss machen können und dann erst wieder trainieren müssen. Deswegen habe ich direkt so stark trainiert. Ich wollte jetzt nicht overpowered sein und ja, es ist echt nervig zu trainieren. Ich habe schon lange nicht mehr in Pokémon trainiert, weil, ja, früher habe ich das gemacht, um einige Pokémon auf meine Edition auf Level 100 zu bringen. Weil ich einfach Spaß dran hatte, alle auf 100 zu kriegen. Aber, ja. Schauen wir mal. Da ist sogar... Ah, okay, wir können uns hier heilen. Das ist schon mal schön. Genau. Was wollte ich gerade sagen? Genau, das habe ich dann früher gemacht. Aber dann mit Sonne und Ultrasonne und Mond. Da war es einfach viel zu einfach. Du bist viel zu schnell und zu hart gelevelt, wenn du EP-Teile anhattest. Und ja. Vielleicht Doppelkampf bitte, ja. Aber, ja, Metallis brauchen wir erstmal nicht, ne?
Ja, doch, können wir machen. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Doppelkampf. Ich habe jetzt keinen Bock auf Garas zu wechseln, weil er mit EP-Teller trainiert wird. So, schauen wir mal. Aber zum Glück habe ich damals das Kapador bekommen. Das ist ein gutes Pokémon. Genau. Ich denke mal, ich habe jetzt alles Wichtigste gesagt gerade, was ich sagen wollte. Und Doppelkampf. Oh, das wird ein harter Kampf. Mal gucken, wie lange wir machen, wie weit wir kommen. Und da ist schon das gute. Ja, Skunkapu. Ja, Skunkapu, genau. Ja, ich habe immer Probleme mit dem, das auszusprechen. Sankapu und Skunkapu. So, testen wir mal. Aber ich glaube, das wird. Windschnitt macht das schon. Ich will nur wissen, ob Kraftwelle sehr effektiv ist. Ich glaube aber nicht. Auf Gift, was ist auf Gift nochmal sehr effektiv? Stahl? Boden ist auf jeden Fall definitiv. Oh, das macht Volltreffer mit Windschnitt und ist so kaputt. Läuft. Glibunkel? Auch tot, na toll. Jetzt kommt das nächste Pokémon. Das heißt, es wird auch von Kraftwelle getroffen, sehr wahrscheinlich. Wenn das so ist, ich weiß es nicht. Wie war das nochmal in den Spielen? Gyarados kommt Level... Nein, noch kein Level, es kommt gleich ein Level ab. Definitiv. Jetzt, genau. Level 38, sehr schön. Gegentanz, nein, brauche ich nicht. Bekannte Attacken behalten. Ich wollte... Doch, Gegentanz nicht erlernen. Ich hatte mich, glaube ich, irgendwie aus Versehen verklickt, glaube ich, gerade. Deswegen hat es nicht funktioniert. Kraftwelle, da ist aber gar kein Ziel. Das weiß ich selber. Die Bunkel und was kommt als nächstes? Ein die Bunkel und schon wieder. Okay. Stimmt, Kampf ist gar nicht sehr effektiv auf Gift. Jetzt fällt es mir auf, ihr müsst es mir nicht in die Kommentare schreiben und mich korrigieren. Und ich wollte schon sagen. Psycho und ich meine Boden. Ja, Boden ist auch definitiv dagegen gut. Und Stahl? Kann das sein? Tiefschlag, oh. Das ist sehr effektiv oder auch nicht. Lol. Stimmt, weil wegen Kampf hebt das ja die Schwäche gegen Unlicht auf. Genau, Skunkabu. So, jetzt müsste das Glibunkel besiegt sein. Genau. Ich hoffe natürlich sehr, dass Golbat sich bald zu einem X-Bad wieder entwickelt, dass wir den wieder zurückkriegen. Aber der wäre jetzt schon längst auf Level 55 oder so, wenn ich den behalten hätte. Der war ja schon jetzt auf dem Level, wo jetzt der jetzige Stand von dem Golbat ist. Ihr seht es jetzt, ist nicht sehr effektiv. Genau. War mir bewusst, ich hatte es nur eben nicht auf dem Schirm. Ich habe mich ja noch korrigiert. So. Schauen wir mal. Charmian, okay, das ist jetzt ein Normal-Pokémon. Sollte kein Problem sein. Und wäre natürlich sehr schlau und schön. Golbat, wenn du irgendwann mal vielleicht noch Flügelschlag erlernen würdest, dann ist das irgendwie besser als Windschnitt. Aber okay. Ich hoffe natürlich, dass wir alles hier erkunden können, dass wir jetzt keinen Winkel auslassen von diesem Quartier, weil das soll so sein. Das gehört eigentlich zum Let's Play dazu, dass man alles erkundet, alles zeigt, auch wenn man es schon mal öfters gesehen hat. Sag ich mal so, es gibt ja nicht nur mich als Let's Player. Und wir schauen mal, wie es weiter wird. Okay, ich will jetzt nicht zu lange machen. Vielleicht machen wir dann noch ein paar mehr. Müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Ich will auf jeden Fall den Bosskampf im nächsten Part machen und mal gucken. Wo führen die denn alle hin? Oh. Ja. Da ist er schon, der. Ich will noch nicht. Boss, verstehst du? Du musst der Trainer sein, von dem ich gehört habe. Der närrische Trainer, der glaubt, das Team Galactic aufhalten zu können. Allerdings hätte ich nicht gedacht, dass du noch ein Kind bist. Unsere Kommander hatten ziemliche Probleme mit dir. Ich habe gehört, ich weiß, warum du hier bist. Ich kann es in dir spüren. Es geht um Selfie, Westbrit und Tobutz. Stimmt, du willst sie retten. Ich brauche sie nicht länger. Sie haben ihren Zweck bereits erfüllt. Wenn du sie unbedingt retten willst, bitte. Mir ist es gleich.
Damit ersparst du mir die Arbeit, sie selbst zu beseitigen. Allerdings muss ich sagen, du bist schon erstaunlich. Diese Pokémon haben mit dir doch überhaupt nichts zu tun. Und doch willst du sie retten. Warum? Aus Mitleid? Welche nutzlose Emotionen? Unlogisch. Irrational. Sorry, kleiner Versprecher. Mitleid und Barmherzigkeit sind Produkte des schwachen menschlichen Herzens. Dieses jämmerliche Intimität hat dich also hierher gebracht. Du wirst es noch bereuen, auf dein Herz gehört zu haben. Toll, ich wollte eigentlich den epischen Kampf im nächsten Part machen. Dann gibt es ihn jetzt noch in dem Part. Ich wollte es eigentlich. Ich habe aber geguckt und hab den angequatscht und dann, ja, war es halt soweit, ne? Kramorx. Heftig, okay, ist Level 40. Ich sag doch, das ist heftig. Aber da gab es doch immer nur eine Szene, wo der von seiner ganzen versammelten Mannschaft spricht. Bitte. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß, dass Kampf gut ist, aber das ist halt das Problem, dass wir den nicht einwechseln können. Aber wenigstens ist Kramorx vergiftet Ohrschnabel. Bitte sei nicht so krass. Okay. Heftig. Heftig, Volltreffer. Super Trank, du bist doch ein Feigling. Du feige Sau. Ja, dann gibt es jetzt noch den epischen Bosskampf gegen den Commander, okay. Kriege ich dich down? Ich hoffe doch sehr. Weil sonst wäre Golbert weg, wenn wir es nicht schaffen. Ja, sie haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Gut, aber ich muss wechseln. Sehr wahrscheinlich. Weil Sneebel. Pokémon wechseln, ja. Er hatte Sneebel. Ich wusste gar nicht, dass er so ein krasses Pokémon hatte. Okay. Aber ich weiß, dass da irgendwo sind die noch. Die müssen ja noch irgendwo befreien. Und dann gibt es auch noch einen heftigen Bosskampf. Cyrus ist das. Team Galactic Boss Cyrus, okay. Den gibt es ja auch. Ja, im Sonne und Mond. Gab es den auch als Karte zu ziehen, als Prisma-Karte, ne? Wenn ich die vertue gerade. Genau. So, bitte. Bitte. Danke. Sneebel wurde besiegt. So, jetzt darf er noch vielleicht noch Garados kämpfen. Schauen wir mal. Aber der Weg war ja einfach zu einfach. Ich bin direkt schon richtig gegangen. Ich wollte eigentlich alles hier erkunden. Und ja, was mache ich? Pokémon wechseln. Ich gehe direkt aus. Instinkt den richtigen Weg. Warum auch immer. Garados kriegt noch seine Show. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich gerade aufnehme. Das kann ich leider nicht sagen gerade. Aber ich will noch ein bisschen was machen. Mein letztes Pokémon. Ja, dein letztes Pokémon. Dann zeig mal, was das Pokémon kann. Es sollte aber Probleme haben. Genau, Garados kann das. Aber okay. Giftzahn. Ist schwierig. Garados ist krass, aber Golbert ist krasser. Okay, wir sind vergiftet. So. Haben wir denn noch irgendwelche Gegengift oder irgendwas in der Richtung? Oder wir gehen auf Angriff. Wir gehen auf volles Risiko. Ich habe keinen Bock, dass wir jetzt... Ich muss eingestehen, dass mir bei diesem Tempo eine Niederlage droht, ja? Es war so klar, dass er Supertrank macht. Aber der war ja eben schon fast down. Also wird er jetzt down sein, richtig? Richtig oder vertue ich mich da? Müsste er jetzt eigentlich besiegt sein, dieses Golbat, oder? Ja, sehr schön. War noch ein Falltreffer. War zwar, glaube ich, nicht nötig, aber Safety. Safety geht vor. So. Und epische KP. EP. Sorry. Okay. Niklas gewinnt. 7740 Pokédollar. Boah, verstehe. Du bist tatsächlich stark und die Quelle deiner Kraft ist dein Mitgefühl für Pokémon. Welch eine Verschwendung. Solche Emotionen sind nur Illusionen. Und wie alle Illusionen werden sie mit der Zeit vergehen und sich im Nichts auflösen. Deswegen habe ich alle diese nutzlosen Emotionen aus meinem Leben verbrannt. Aber ich bezweifle, dass du meine Sichtweise jemals teilen wirst. Dessen
dessen ungeachtet bist du stark und mutig, dass du allein herkommst. Das weiß ich zu schätzen. Hier ist deine Belohnung. Meisterball, cool. Okay, sollten wir vielleicht für Palk... Palkia, alles klar. Wir sind ja Diamantenlasser und wollen Palkia fangen. Alles klar. Ja, ja. So ist das nun mal, ne? Ja, okay. Andere von Team Galactic. Nein, ich eigne mir die Kraft der Pokémon selbst an. Okay. Gucken wir mal, dass wir, wenn du die Pokémon der Seen retten willst, verwende den Teleporter. Ich reise jetzt zum Kraterberg. So ist es, zum Kraterberg. Und wo wir uns zum ersten Mal begegnet. Ich werde seinen Gipfel erklimmen und das Ende dir heraufbeschwören. Nein, ich werde einen neuen Anfang erschaffen. Hatte ich, oder war das wie heißt es? In Platin. Ich war es auch in Platin, vielleicht vertue ich mich gerade. Erstmal gegen Gift heilen. So. Ich weiß, es ist unnötig, aber okay. Den müssen wir nutzen. Okay. Aber ich will nur gucken, ob die wechseln oder nicht. Weil ich wollte eigentlich mal gegen die kämpfen. Weil sonst ist das ja voll die Verschwendung. Die sind noch da, okay. Ich schau mal kurz. Dann machen wir es noch, bevor wir die befreien. Befreien wir die im nächsten Kampf, die. Oh, hier ist noch ein Item. Ich will nur gucken, ob ich gegen einen kämpfen kann. Dann machen wir das im nächsten Kampf. Im nächsten Kampf, ja. Im nächsten Part. Heute zu viele Versprecher, zu krass. Mann. Im nächsten Part machen wir dann das dann weiter. Ich will nur einen Testkampf noch machen. Hier ist nix. So, da waren wir hergekommen. Die haben wir besiegt. Ja, ich hätte nicht. Okay, das wäre vielleicht ein bisschen gestorben. Das wäre ein bisschen gestorben. Das Gyarados. Weil wegen Gift. Aber okay, sind wir nochmal geheilt. Wir befreien die gleich die im nächsten Part. Also, macht euch keine Sorgen. Okay. Weil da sind noch ein paar Items, die wir schon haben. Das haben wir auch schon geschafft. Die haben wir auch schon besiegt. Okay. Top-Beleber. Toll, bringt mir nichts, kann ich verkaufen. Und dann brechen wir schon im nächsten Part zum Kraterberg auf, dann, wenn wir die befreit haben. Okay. Das ist cool. Ich glaube, die haben mich auch schon alle besiegt. Soweit ich das überblicken kann hier gerade. Ihr seht es ja hier selber. Ich habe schon alles gemacht. Ja. Das war im anderen. Hä? Wie kommt man jetzt zu den anderen? Von Team Galactic. Das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Die habe ich gemacht. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Komisch. Keine Ahnung. Ich mache hier gerade unnötiges Zeug und strecke den Part wieder unnötig. Aber ja, ich glaube, ich habe schon alle besiegt, komischerweise. Ich weiß nicht, wie ich zu den anderen reinkomme, okay? Kurios. Dann habe ich wohl alle schon besiegt, komischerweise. Ihr seht's ja, ich habe alles gemacht. Ich glaube, das ist aus dem anderen Gebäude, ne? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich werde mal später nachgucken, wie das aufgebaut ist, das Gebäude. Ja. Dann werde ich jetzt den Part beenden und im nächsten Part befreien wir dann die drei legendären Pokémon und gehen zum Kraterberg. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es jetzt am Ende noch ein bisschen unnötig war. Aber auf jeden Fall dann auf Wiedersehen bis zum nächsten Part. Ich werde nochmal nachschauen, ob ich auch wirklich alles gemacht habe. Offscreen, ich habe es ja jetzt mit euch gemacht, habe die Items geholt. Und wie gesagt, hoffe, es hat euch gefallen und ich sehe euch auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.